weiter mit dem fünften Teil. Ich habe gerade die Holzspitzhacke auch gebraucht, weil ich die nicht gebraucht habe. Jetzt kann ich die Steinspitzhacke weitermachen. Weiter mit dem Abgraben. Natürlich mit der Spitzhacke verbrauchen wir. Dann gibt es drei Chunks hier, die ich glaube Slimefinder hier als Slime-Chunks hatte. Glaube ich hier erstmal weiter. Aber es ist erstmal eine letzte Spitzhacke auch noch. Natürlich viele Steinspitzhacken. Ich glaube, man würde selbst zwei Diamantspitzhacken verbrauchen oder drei sogar. Oder pro Slime-Chunk würde man ungefähr eine Diamantspitzhacke aufbrauchen. Also 16x16x3 ist so ein Slime-Chunk da groß. Also was man da ausgraben muss. 16x16x3. Eine Diamantspitzhacke hat 1564 Haltbarkeit. Man muss auch bedenken, es kommt nicht nur immer Stein, also was man mit der Diamantspitzhacke abgebaut werden soll. Es kommt manchmal auch Kies oder Erde, die muss man mit einer Schaufel abbauen. Das ist natürlich ein immenser Fackelverbrauch, wie ich das da oben mache. Zählen. Weil dann sind wir ja normalerweise meine Lichtlevel bei 8. Und die Monster spawnen ja ab 7 abwärts. Das heißt, das würde eigentlich hinhauen. Und schon wieder sind die Fackeln ausgegangen. Nehmen wir hier eine Fackel weg. Links, links, da. Mal gucken, ob die schon gewachsen sind, die Bäume. Oder vielleicht sogar von der Slime gespawnt ist. Noch nix. War wahrscheinlich noch zu nah dran. Und die Bäume sind eigentlich gewachsen hier immer noch nicht. Nehmen wir die hier. 1, 2, 3, 4. Es ist satt. Oder ich muss noch einen Block höher graben hier. Einmal hatte ich nämlich Knochen wieder unnützlich verschwendet, da, weil der Baum einfach nicht wuchs. Zack, Spitzhacke kaputt. Muss noch ein paar Spitzhacken machen. Zwei Spitzhacken und noch ein paar Fackeln. Also hier wollte ich noch weitermachen. Kohle finde ich auch erstmal. Damit ich hier immer Holz habe. Unterirdisch. Mit Steinkohlen kann ich dann gleich nochmal weitermachen. Dann sonst vielleicht noch eine mit Single Player Commands machen. Was wollte ich gerade machen? Eisen hier. Die wollte ich dann weiter graben. Jetzt sind da vier Blöcke rein, erstmal überall. Das Eisen. Also damit kriegt man auch viel Eisen.
schreibe ich hier erstmal weiter. Muss ich ja mindestens 25 Blöcke entfernt in der Farm befinden, um das dann spawnen zu lassen. Vielleicht spawnt dadurch jetzt gleich eine. Diese Fackellöcher rein müssen. Also immer so. Anscheinend ist das so eine relativ gute Technik ohne Glowstone. Oder Red O-Laternen, also nur mit Fackeln, hier das auszuleuchten, ohne es. Limespawn-Raum wegzunehmen. Weil da spawnen die ja nicht da oben. Und schon wieder Fackeln aufgebraucht. Jetzt bald mein Holz auch schon wieder zur Neige. Und jetzt hier weiter graben. Neulich darf man sich auch nicht mehr als 32 Blöcke davon entfernen. Ansonsten spawnen die wieder. Verschwinden also wieder. Schießen. Deswegen ist das nicht genau. Ich hoffe, wir auch immer aufgebraucht haben. Sieht so irgendwie Kies aus. Was ist das denn für Gestein hier? Violit, das sieht so ähnlich aus wie. Wie Kies. Wir sind der und immer das Feld runter. Und die erste Spitzhacke ist auch gebraucht. Jetzt die Holzschaufel auch kaputt. Brauchen auch die Lohne. Jetzt erstmal hier wieder diese Fackellöcher reingraben. Ich wollte jetzt ja eigentlich erst Kronleuchter machen, aber die würden dann wenig Spawnraum wegnehmen, weil wir könnten dann nicht keine großen Pflanzen spawnen. Wenn ich das mit Kronleuchtern gemacht hätte. Also einfach unten dran packen und pro so ein Fackelloch werden vier Fackeln benötigt. Mit O-Laternen könnte man die einfach da rein platzieren und sind auch wieder nicht Level mehr haben als Fackeln. Ohne diese seitlichen Fackeln hier. Und jetzt hier noch weiter graben. Diese Strecke ist ein bisschen länger. Weil es nämlich so in Form eines Elzen, das sind nämlich drei Slime-Chunks, die ich da gefunden habe. Also was ist ja zu bevorzugen, wenn so mehrere Slime-Chunks direkt nebeneinander sind. Weil da kann man eine etwas größere Slime-Farm bauen. Ohne die Liste muss man dann erstmal also eine riesige Farm bauen. Der Steinspitzhacke kann man Stein ganz gut abbauen. Aber was ich auch machen würde, ist eigentlich die Haltbarkeit von Goldwerkzeugen erhöhen. Oder für Baum gewachsen. Aber immer noch kein Slime gespawnt hier. Oder eine Axt hier, hier und eine Axt.
als der Baum ist gewachsen. Nein, spawnen eigentlich immer noch keine. Noch mal weiter reingraben. Vielleicht muss man noch mal eine Schaufel machen, aber ich habe jetzt zumindest den ersten Baum wieder bekommen. So, Crafting Top Box, und dann muss ich jedes Mal, wenn ich ein bisschen Holz wieder gekriegt habe, wieder drei Spitzhacken und eine Schaufel machen. Hier mal, muss jetzt wieder was einlagern, das Kobbel, wenn man hier im Moment bekommt. Die Wolle brauche ich auch nicht. Zieht brauche ich nicht. Bruchsteine brauche ich nicht. Eichenholz. Die Eisenbarren brauche ich auch keine. Einsetzlinge brauche ich nicht. Feuerstein brauche ich nicht. Magnesit brauche ich nicht. Werkbank brauche ich nicht. Weiße Wolle brauche ich nicht. Leder brauche ich nicht. Leiter brauche ich nicht. Pfeile brauche ich nicht. Dann ist das Inventar wieder relativ leer. Muss man ja immer wieder reinigen. Da ist ein Cleanstone fertig, das brauche ich aber auch im Moment nicht. Erstmal habe ich jetzt hier drei Spitzhacken und eine Schaufel gemacht. Sie weiter fleißig abbauen. Übrigens, ich habe ja auch schon einen Minecraft-Let's Play Katze mal gemacht. Diese Videos sind auch schon alle hochgeladen, aber ich werde jetzt, also jetzt 10 Videos davon, also 10 Let's Play Teile, habe ich da schon gemacht. Aber ich muss sie ja noch veröffentlichen. Ne? Hochgeladen sind die, ich muss sie nur noch veröffentlichen. Also Stand von heute. Wird ja bis höchstens 31. Oder bis höchstens 31. August diese Pause machen, da ich mich sonst welche deabonnieren würde. Aber es freut mich, dass mich heute jemand abonniert hat. Hoffentlich sieht er auch dieses Video, was ich gerade mache. Wird sich das auch mal ein bisschen lohnen, was ich da alles im aufnehme. Ah, jetzt hat schon wieder Erde mit der Spitzhacke abgebaut. Braucht aber relativ viel Spitzhacken. Schaufeln sind eher weniger. Ja, da würde höchstens eine Steinschaufel oder eine Eisenschaufel kaputt gehen. Also eine einzige. Aber man würde eine ganze Diamantspitzhacke verbrauchen. Oder sogar noch mehrere Diamantspitzhacken. Alles ist kein Kies. Diese Fackellöcher hier ran. So. Fackel. Ich muss eine neue Kohle besorgen. Nur noch 4 Stück Kohle. Zack, habe ich noch ein bisschen Kohle hier drin. Nein. Hier ist auch die Kohle. Wir müssen noch mehr Fackeln herstellen. Immerhin 27 Stück können wir hercraften. Und es sind wahrscheinlich einige Stacks an Fackeln, die ich hier verbrauche. Das ist auch mindestens 2 Stacks an Kohle oder sowas.
Haut genau hin. Jetzt da wieder 4 Fackeln rein. So, immer auf der linken Seite platzieren. Ja, ist richtig. Diese Fackeln wegmachen kann. Lichtlevel habe ich hier 8. Das ist Lichtlevel 8, das niedrigste. Das ist nur gut, weil da können wir keine Monster spawnen, weil Lichtlevel 8. Ich hoffe, das hatte hier war so da, damit ich hier ein Lichtlevel von nicht unter 8 kriege. Sieht man aber leid, gibt es nur noch 8 runter. Ich hoffe mal, der Part hat euch gefallen. Gebt dafür einen Daumen hoch, teilt mir das Video und vielleicht auch ein Abo wäre auch nicht schlecht.